Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Reihe Psychosomatik auf meinem YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga. Hier geht es immer um die Themen Yoga, Leben und Gesundheit. Und es geht heute um die Magenschleimhautentzündung aus Sicht der Psychosomatik. Nun, wenn man zum Arzt geht mit Magenschmerzen, der stellt fest, Sie haben eine Magenschleimhautentzündung. Was sagt er dann wohl? Trinken Sie keinen Kaffee, trinken Sie keinen Alkohol, nicht scharfes Essen, nicht zu viel essen, Nahrungskarenz. Und hier haben wir schon ein wichtiges Thema eben, die ungesunde Lebensweise, schlechte Ernährung, Kaffee, nicht gut, Alkohol, nicht gut, zu viel Fleisch, nicht gut. Und somit haben wir etwas mit Achtsamkeit im Blick. Denn wenn der Magen zu viele ungute Dinge kriegt, zu schwere Nahrung, auch seelisch zu schwer verdauende Nahrung aus Sicht des geistig-seelischen, dann kriegt er so einen Stress und sondert Magensäure ab. Und die Schleimhautschicht des Magens ist dann vielleicht in der Unterzahl und auch aufgrund von anderen Stressmustern wird viel Säure abgegeben, ich bin sauer, ich bin wütend, hat auch was mit Gallenblase zu tun. Und dann habe ich mehr Säure im Magen wie Schleim und das führt zu einer Magenschleimhautentzündung. Und die Frage auch wieder hintenrum, warum trinkt man zu viel Alkohol, warum trinkt man zu viel Kaffee, warum braucht man diese Suchtmittel? Rauchen, das ist alles energetisch hitzige Nahrung. Ist man wohl zu müde, dass man Antreiber braucht, die einen in Schwung bringen? Braucht man Suchtmittel, um den Hirnstoffwechsel anzuregen, dass man wacher wird, dass man aus seiner Trägheit herauskommt? Man will viele Dinge vielleicht gar nicht machen und dann trinkt man Kaffee oder man will das Gehirn ablenken, trinkt Alkohol und der Magen leidet dann darunter. In der Akupunktur gibt es bei Schleimhautentzündung einen Punkt, Magen 44, der heißt Nai Ting, so viel übersetzt wie innere Wohnung. Wenn man sich nicht in sich selbst zurückziehen kann, immer in der Außenwelt ist, immer im Stress ist, Stress fördert auch die Bildung von Magensäure und dann hat der ein oder andere irgendwann zu viel Säure. Und das zerstört irgendwann die Schleimhaut und macht Schmerzen. Und das geht dann auch weiter, ein Geschwür kann sich entwickeln und so weiter und so fort. Und hier sollte man die Lebensweise umstellen. Einmal die Ernährung natürlich, das hat auch was mit der Seele zu tun, mit dem Seelenzustand, dass man sich gesünder ernährt. Also nicht zu viele Suchtmittel, Rauchen, Zigaretten, Alkohol konsumiert. Nicht zu viel Medikamente konsumiert, sondern sich mehr pflegt und hegt, die innere Wohnung sozusagen auf Vordermann bringt. Dass man im Leben wieder Lust hat, sich in sich selbst zurückzuziehen. Denn wenn sich der Mensch in sich selbst nicht wohlfühlt, geht er nicht gern in sich selbst hinein. Und das sieht man auch, wie viele Menschen beschäftigen sich gerne mit sich selbst und probieren, Themen zu verdauen, zu zerkleinern, zu bearbeiten. Ja, wie im letzten Video über den Magen erzählt, hat es auch was mit der Mitte zu tun, mit der Erdung, im Gleichgewicht sein. Und da Alkohol und Zigaretten und Kaffee so weit verbreitet ist, weiß man, dass da irgendwas nicht ganz im Lot ist in der Gesellschaft. Zu viele Suchtmittel. Und hier, wie gesagt, sollte man wieder in seine innere Wohnung zurückgehen, in sich selbst und dem Stress der Welt erstmal entfliehen, damit man sich wieder sozusagen sortieren kann, um dann wieder in die Welt zu gehen, um besser verdauen zu können. Nicht zu viel aufnehmen. Das richtige Aufnehmen in sich selbst. Weil manche Dinge, die man in sich aufnimmt, seelisch, führen zu Konflikten, wieder Reibung, wieder Hitze, wieder Entzündung. Und das geht beim Magen eben auch. Welche Sorgen
entzünden sich dann, wenn ich sie immerzu habe. Ja, denkt auch an mein Padmasana-Magazin über den Magen-Sonderheft aus der ganzheitlichen Sichtweise. Wenn ihr Menschen kennt, die unter Schleimhautentzündung leiden, teilt gerne das Video. Es gibt noch ein weiteres Video über den Magen. Könnt ihr euch auch anschauen, verlinke ich dann mal, wenn ich dran denke. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.